Cool, wir haben es geschafft und die Musik hat sich nun auch geändert. Es ist schön, den Leuten zu helfen. Ich könnte mich daran gewöhnen, Mann. Mario, was hast du denn nun vor? Ich folge dir natürlich überall hin. Okay. Ach, schön die Musik jetzt, ne? Komm mal runter. Geh hierher. Du sollst nicht nach Sachen nach mir schmeißen. Ich glaube, der kommt nicht runter, ne? Nee. Oder warte mal. Hat das jetzt geholfen? Naja, ich will mal gucken, ob das jetzt klappt, was ich will. Ach nö. Ich muss ja doch mal doppelt angreifen. Ach nö. Ja, es ist mir zu viel Risiko. Ich flüchte lieber. Oder warte mal, haben wir ein Item? Ich habe eine Idee. Wuhu! Angriff der Sterne! So, ein Sternpunkt noch. Dann sind wir Level up. Aber runter kommt er nicht, ne? Nö. Erstangriff, wunderbar. Dann können wir gleich nochmal die Tat machen. Und zwar hier, die Sterne verwenden. Und zwar noch einmal das hier und dann sind wir Level up. PK Starstorm! Yippie! Ordenpunkte! Oh. Ah, ich bin so dämlich! So, weg hier! So, da sind noch ein paar Wolken, aber die sind mir scheißegal. Da oben waren wir schon, ja. So, ich wollte mal was gucken noch. Nee, lass mal. Dann müssen wir das alles nochmal von vorne machen. Und da oben ist sowieso nichts. Nö. So, wir speichern mal hier. Und fressen noch was. Hier. Nam, nam, nam. Es wird mir voll aufgeladen. Und ich spreche mal mit dem Baum. Vielen Dank, Mario. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Du hast die Wolken vertrieben, sodass die Sonne wieder scheinen kann. Es tut so gut, nach so langer Zeit zu sehen, wie meine geliebten Blütenfelder wieder von Licht überflutet werden. Es gibt nichts über den Sonnenschein. Bevor ich es vergesse, wolltest du nicht noch die Zauberbohne einpflanzen? Jetzt solltest du sie gut gedeihen. Ich würde sagen, der beste Platz dafür wäre dieser Fleck da hinten. Okay. Zuerst die lockere Erde, oder? Ja. Dann die Zauberbohne. Und dann das Zauberwasser. So, jetzt passt auf. Unsere Zauberbohne.
Ich sehe da einen wunderschönen Orden. Der sieht ganz nützlich aus. Oh, ein Erfolg. Sieh dir nur diese Rank an. Jetzt kannst du den Nebelpfad erreichen. Viel Glück, Zone. Mein Platz hier bekommt immer weniger Sonne. Wie unangenehm. Tja, jetzt hast du da eine wunderschöne Ranke vorm Gesicht, ne? Ja, toll. Für den Rest deines Lebens. So, ich muss noch kurz was gucken. Bis gleich. Weiter geht es mit Paper Mario. Und jetzt geht es zum Boss. Und zwar speichern wir nochmal vorher. Da können wir diese kleine Szene nochmal sparen. Und oben muss der Boss sein. Und so geht man jetzt langsam nach oben. Was sieht man da? Donut, Lolli, Eiscreme und Kirsche. Oh, lecker. Nein, nicht oben. Sieht schön aus hier, ne? Kommt man da hoch? Zu diesen Orden? Jawohl. Komm her, Orden. Komm, 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 komm. Ach nö. Ich will diesen Orden haben. Ich glaube, der sieht... Warte mal. Ist das nicht der, den wir gekauft haben? Ist ein bisschen besser? Das wäre richtig toll. So, komm schon. Her damit! Erhöht die Sprungkraft. Jawohl, das ist er. Krass. Wir können die ja erstmal verwenden. Dafür können wir nochmal den anderen abnehmen. Das ist der... Wie viel braucht man dafür? Wie viel BP? 4 BP. Naja, wir benutzen erstmal beide und dann gucken wir mal.